Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist euer Mario vom Wolfsrudel. Herzlich willkommen zu Tag 5, der Zusammenfassung von Tag 5. Ja, an diesem Tag heute ist wahnsinnig viel passiert und wir haben so viel Geld verdient, das ist echt Wahnsinn. Ihr seht hier im Hintergrund schon, wie wir unser zusammengestückeltes Feld, das Hoffeld nenne ich das mal, gerade abernten. Und das ist nämlich Raps, den wir dann nachher auch gleich verkaufen werden, da wir das Geld ja bitter nötig haben. Aber was später noch kommt, da schlägt es dem Fass den Boden aus, da könnt ihr euch schon mal freuen, denn das ist echt ein epischer Moment. Ihr seht schon, das habe ich ausgeblendet. Mit dem Hardhider-Mod ist viel übersichtlicher und vor allem für Let's Plays und sowas ist es noch viel ansehnlicher, das ganze Bild zu sehen, ohne irgendwelche Anzeigen, die dann aus dem Bild hervorstechen. Und so ist die Übersicht ganz schön. Wie immer noch beim Dreschen hier mit dem ersten Casemate-Drescher. Dem, ich glaube, das dürfte ein 7130 sein, wenn ich mich nicht irre. Leistet immer noch gute Dienste. Mit dem 10,50 Meter Schneidwerk. Heute geht es dann endlich ans Häckseln. Das wird richtig geil. Aber jetzt seht ihr hier noch, wie wir gerade den Raps von dem Feld verkaufen. Bringt jetzt zwar nicht so viel Geld wie erwartet, aber später haben wir wirklich was zu tun. Da war dann wirklich Zeitdruck, die meiste Zeit über. Denn wir hatten 3 Nachfolgemissionen gleichzeitig am Start. Innerhalb von weniger Minuten waren es auf einmal insgesamt 3 Nachfolgemissionen. Einmal mussten wir 55 Tonnen Raps zur Reederei bringen. Das zweite waren 77 Tonnen Weizen zum Getreidespeicher. Und das letzte waren 85 Tonnen Raps zur Transportfirma, das ist natürlich eine enorme Menge. Und hier sehen wir schon die Belohnung für die 55 Tonnen, nein, das waren 15 Tonnen Raps. Das waren heute, also am Morgen hatte ich da alleine noch eine Mission gestartet, auch Mais, allerdings nur 15 Tonnen. Und für die 15 Tonnen habe ich halt, weil ich schon 12,5 Tonnen im Silo hatte, nur noch 2,5 Tonnen dreschen musste, war ich dann relativ schnell und habe für die 15 Tonnen 85.000 Zeitbonus bekommen, das ist natürlich genial. Also quasi dann doch, waren es dann doch 4 Missionen an dem Tag. Und ihr seht schon, ich habe den Deutz im Spiel gekauft. Wir haben jetzt aktuell einen Fuhrpark vom, also die 2 Anfangsdeutz haben wir verkauft, den Ursus habe ich mittlerweile auch verkauft. Wir haben jetzt aktuell den, fangen wir mal von ganz unten an. Als niedrigsten, also von den PS her, haben wir jetzt den Case Puma mit 160. Vom Same Fortis bin ich ein bisschen enttäuscht. Der sieht so richtig klein aus, obwohl er eigentlich 190 PS hat, also richtig schnuckelig. Den haben wir uns auch gekauft. Den nehmen wir jetzt immer für die, weil er doch gute Leistung hat, nehmen wir jetzt immer für die, ja, fürs Grasmähen und so, solche Sachen. Ja, gut, Grasmähen braucht man mehr PS. Da braucht man über 280 PS, das reicht dann auch nicht mehr. Aber sonst reicht das. Und jetzt bekommen wir, glaube ich, auch sofort wieder das Geld. Ja, genau. Das war dann für die 55 Tonnen Mais. Und diesmal sind es 190 Tonnen Zeitbonus. Auch eine wahnsinnige Menge. Also echt ideal. Und hier lade ich eben noch den letzten Rest auf. Das habe ich jetzt, glaube ich, irgendwie vertauscht. Denn eigentlich sollte das natürlich davor kommen und zum Schluss soll ich es abliefern. Aber gut. Hatten auch wieder Helfer natürlich, wir waren zu dritt heute diesmal. Genau, wir waren beim Same Fortis stehen geblieben. Ich glaube jetzt aber, hier gibt es auch wieder einen Geldregen, das möchte ich auch noch gerne kommentieren. Boah, 400.000 für Simulation. Oh mein Gott. 400.000 Euro Zeitbonus, 77 Tonnen Weizen, das ist echt genial. Da kann man sich natürlich freuen, denn man kann sich da wirklich eigentlich fast alles leisten. Aber erstmal schwaden wir das Feld. Das war ja dann zum Schluss, also wieder das Hoffeld war dann Weizen, glaube ich, oder Gerste.
glaube, es war Weizen, ja, es war Weizen. Und ja, da tue ich eben gerade mit dem Ladewagen Stroh aufnehmen, um das dann ja für die Kühe zum als Stroh und Einstreu zu verwenden, um dann endlich Mist zu bekommen. Und das wollen wir schließlich auch bald mal machen. Mist streuen und Gülle ausfahren. Ja, als nächsten Traktor haben wir dann noch den Lamborghini mit 220 PS. Der ja doch ein richtiges Zugpferd ist, also den haben wir wirklich immer im Einsatz. Und jetzt eben dann mit 263 PS den Deutz. Und dann kommen die zwei Alpha-Tiere, möchte ich jetzt vielleicht nicht sagen, eher so Beta-Tiere. Alpha-Tiere werden dann die Knicklenker, Alpha-Tiere und zwar den New Holland, den wir schon vom Trailer und von allen möglichen Videos kennen. Also den mit den normalen Reifen, nicht diesen Smart Trucks. Diesen normalen mit 320 PS und als letzten ganz neu gekauft den Case Magnum mit 380 PS. Und das ist ein wirkliches Zugpferd, also ackern, grubbern, säen. Alles genial mit dem, auch Hänger fahren, Anhänger, Kipper auf der Straße fahren, ist mit dem Teil einfach genial. Mit 380 PS, das ist ja, also reicht wirklich hier für alles in dem Spiel, muss ja auch alles reichen und sonst viel mehr bekommst du eigentlich normalerweise nicht. Also doch jetzt ein recht schöner Fuhrpark mit sechs Traktoren, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Und da hat man dann schon eine schöne Auswahl, wenn man doch mit zwei Hängern, jetzt zum Beispiel, heute werden wir eben häckseln. Das wird dann auch ein großes Ding, brauchen wir eh zwei schwere Traktoren mindestens zum Anhänger fahren. Und werden dann andere noch wieder säen oder grubbern und so, da können wir dann auch nochmal zwei gebrauchen. Einer bleibt immer fürs Grünland, eben für die Kühe zum Sachen machen, einstreuen und sowas. Dann haben wir dann auch noch einen Traktor frei. Selbst mit sechs Traktoren bist du schon ausgelastet. Mit fünf bis sechs. Wo ist denn Die das kann jetzt man hin? wirklich gebrauchen, fünf oder sechs. Ist so einfach nach schon verrückt. Jetzt, ich schau So, und so, jetzt wird's verrückt. episch. So verrückt er da Seht ihr wohl. das? Seht ihr das? Wie die Spitz vorne erscheint und weg Dieses ist. Monster nennt sich Case. Grand Ich glaube ist das, aber schau mal, wie 9230, groß ja, das steht hier ist. dran. Mit Das ist ein vorne Überdimension. Terratrack-Bereifung, also Terratrack. Raupenfahrwerk und Das vorne dem ist ein bisschen 13,70 Meter Schneidwerk. Das heute ist wirklich Fritzen. ein krankes Teil. Was ein bisschen abig aussieht, sind natürlich, gut, mir gefällt Wie ist diese denn diese Raupenreifung, überhaupt gefällt nicht mir rund? eigentlich Die ist nie. ja Ich auch nicht will rund. sie nie haben. Aber das überdimensionale Rohr braucht man natürlich auch zum Ausleeren. Denn bei 13,70 Meter, ja, aber das reicht locker bei dem Rohr, das Wie ist das so lang, aussieht, das ist aus wie wirklich so ein episch. grauer Schleim. Schaut aus wie Und wir sehen Haferflocken. jetzt dann eben den Jojo damit dreschen. Schaut Im jetzt auch nicht Hintergrund gut kommt schon aus. der alte, also das heißt der alte, Das ist unser geil. erster Case, da ist der Money Dummkopf, drin und aber. sind jetzt dann eben Nein. zu zweit auf dem Feld, die dann Musik. schön in einer, also Ist in immer Gespann alles dreschen werden. unsichtbar. Wirklich ein schönes Bild. Mit 13 Meter sieht Oh, die das das echt Real, das Wahnsinn. ist doch so Der dann alles grandios. mitnimmt. Sieht ein bisschen komisch Also aus, aber Mann, ich das hab doch Rohr ist wirklich das versucht. Das ist aller ja über die. Das ist doppelt so Krankeste. lang wie Das der ist Mähdrescher. wirklich ein bisschen, naja. Wahnsinn. Affig aus, aber gut. Das ist nicht mehr Aber gesund. der trifft ist richtig smart. Oder fragst du, die Real, die müssen auch immer stabiler Zumindest wenn werden, wir weil uns den. umso mehr der Draht da Zumindest durchlaufen, wenn wir uns den umso New mehr Holland die, umso kaufen, weiter wissen die wir dann, Spannweite, den umso großen mehr muss sie auch New Holland-Mähdrescher bringen. wissen wir dann schon, worauf wir uns einlassen. Und allein schon, was du da Und da kommt für schon der Money. Pumpen brauchst, die das aufgepumpt. Im Wahnsinn, gell? Der zweite Drescher. Im Hintergrund Genial! unterhalten ich und Jojo uns ein bisschen auf Bayerisch, wer es verstehen kann. Wer Glück gehabt, wenn nicht, ha, Pech. Würde ich mal ein bayerisches Lexikon kaufen. Ja, und vor allem bei so einer Nacht- und Nebelaktion wollte ich schon fast sagen, nee, bei so einer Nachtaktion, Nachtdreschen kann man das eigentlich schon fast nennen, aber es ist jetzt glaube ich 10 Uhr, also das ist noch Nachtdreschen. Das ist eher ein längerer Abend dann. Prozent hast du? Das geht über den anderen drüber. Und jetzt werden wir dann gleich aufladen. Ja, das ist echt Wahnsinn, das Rohr, dass das da überhaupt noch halten kann. Dass es überhaupt noch fest ist. Also das wundert mich wirklich.
Habe ich auch noch nie gesehen, sowas. Das haben wir im Nu geworfen. Im Nu. Im Nu? Das ist real, das geht ja fast zwei Tonnen, ja? Echt eine wahnsinnige Sache. Ist zu groß. Herr Kim, was sind das für Dimensionen? Verleugnest doch der Herkunft, du verleugnest der Herkunft. Schau dir das an, hey. Das ist real. Du weißt schon. Ich hab wie von Booking auf Rohstoff ausladen. Das lädt der Mani mal aus. Da kommt dann schon was zusammen. Bei zwei Mähdreschern wären das bei zwei Tanks 25.000. Also nicht mal zwei, nicht mal jeder kann zweimal ausleeren und schon ist der Kipper voll. Also boah, das ist echt Wahnsinn. Sonst braucht man wirklich fünf Tanks bei dem kleinen mit den 10.000 und hier beim großen würden ja wirklich. Ja, wo ist der Schwarm mit Tippus? Genau, dreimal ausleeren. Dreimal 15, 45. Drischst du mit Simi, oder? Ja. Drisch mit Neini. Jetzt dreschen sie da schön im Verband. Das sieht echt genial aus. Das haben wirklich das Highlight heute, so, dass wir uns eben mit zwei Metern schon hier dreschen konnten. Das war so geil. Und dann auch noch so viel Geld bekommen. Also war echt ein toller Tag. Ich glaube, wir haben, wenn wir zusammenkommen, mindestens 1 Million verdient. Ich glaube auch mehr, weil wir hatten dann schon 700.000. Ne, ich glaube eher, es kommt auf 1,5 Millionen hin. Das toppen wir heute sicherlich nochmal. Das heißt, toppen brauchen wir natürlich zwei Radlader, um das dann alles, ja, wenn wir das dann gegärt haben, ins Silo zu kippen und zu verkaufen, oder besser gesagt, in den Trichter bei der BGA, so wo wir dann Geld bekommen. Ja, also müssen wir wirklich mit zwei Dingern, mit zwei Radladern direkt ohne Pause fahren, damit man wirklich da maximal das Geld bekommt. Aber zuerst schön häckseln, unser Riesenfeld, da könnt ihr euch wirklich freuen drauf morgen. Da schaue ich dann, dass ich das richtig schön irgendwie zusammenschneide. Ich bin natürlich kein so Videokünstler, wie es manche Videos gibt, die das so schön, ja, mit den verschiedenen Kameraansichten gibt, der da, glaube ich, auch diesen Kamera oder Mod, wo eben man irgendwie die Kameraperspektive so ändern kann und dann sieht man das halt. Das ist natürlich saugeil. Natürlich braucht man halt da immer einen, der immer dann filmt und alle anderen machen halt dann irgendwas, ne? Und da habe ich eben nicht die Zeit, weil ich kümmere mich wirklich auch voll um das ganze Geschehen, ich immer koordiniere alles und muss da überall mitdenken, was kommt jetzt dran, habe ich nicht irgendwas vergessen, ich muss wirklich drei, vier Dinge gleichzeitig im Kopf haben. Während wir hier zwei dreschen, müsste eigentlich der Helfer irgendwo anders schon wieder ansehen oder wenn wir eben noch Spieler haben, eventuell dann auch gleich, wie ich vorhin eben gleich gemacht habe, während die anderen noch gedroschen haben, habe ich gleich versucht, die Schwaden oder das Stroh wegzubekommen, damit wir da gleich wieder drüber grubbern können und keine Zeit verlieren. Gut, es war halt anfangs so. Bei Missionen ist es halt immer so, wenn das Geld, wenn der das nicht reicht, aber wir bekommen bei einem Feld ja so viel zusammen, das ist echt Wahnsinn. Also brauchen wir nur ein Feld anzusehen und selbst das ist halt dann schon Zeitdruck und da muss man wirklich mit Zeitdruck dreschen, aber die Belohnung, so viel Geld, wo man dann so viel mit anfangen kann, ist da wirklich mehr als genug oder mehr als eine Belohnung. Also das ist wirklich vollkommen in Ordnung, dass man sich da jetzt mal 2 Stunden zusammenreißen muss und halt nur das machen kann, was die Mission fordert. Und jetzt seht ihr hier auch, wie lang dieses Rohr ist, wenn man hier näher dran ist, wie weit ich wirklich wegfahren kann. Wahnsinn. Da sind dann noch 3 Meter zwischen, na mehr, 4 Meter zwischen dem Traktor und dem Schneidwerk und er kann trotzdem noch locker auslernen, sogar über die Mitte raus. Also das ist wirklich überdimensional lang, das Rohr. Soll anscheinend so sein. Frag mich halt wirklich, wie das so stabil hält und nicht abbricht oder sonst was. Natürlich abbricht jetzt eher nicht, aber einfach instabil. Da haben wir natürlich einen Mordsteil. Ich glaube schon. Glaub mal so. Glaub mal so. Schon sein. Gut. Das Symbol an der Seite, dass ich einen Raps triffst, das blinkt die ganze Zeit. Jetzt haben wir, glaube ich, eh gut die Hälfte von dem Feld. Was blinkt auf? Und danach seht ihr dann noch die Videosequenz, wo wir dann eben das, den Raps abliefern und dann auch Kelsey reingeschrammt kommt. Aber das seht ihr dann gleich. Auf Rallye. Okay. Bitte. Landschaft rausgefunden durch eine Studie. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, das habe ich noch nicht. Und jetzt leere ich gerade beim zweiten aus, bei Money, mit dem kleinen, beim kleinen Case. Und der ist dann quasi voll und fertig zum Verkaufen. Diesen
die können auch nichts anbauen. Normalerweise wären das, glaube ich, an die 50.000 pro Hänger, pro 45.000 Tonnen. 45 Tonnen, nicht 45.000 Tonnen, 45.000 Liter meine ich dann. Also bei 50, bei der Transportfirma bekommt man ca. 50.000 pro 45 Tonnen Krüger-Hänger. Das ist, wow, das ist ordentlich, aber glaube ich, war mal früher mehr. Sie haben auch die Preise jetzt runtergeschraubt. Das, glaube ich, beim Vorgänger waren es wirklich beim Raps noch 1000. Über 2000, was man da bekommen hat. Verstehe ich nicht, warum der Meter schon hinten. Also ist es hier schwerer. Oder es liegt einfach am Schwierigkeitsstand, das kann auch sein. Spielstand. Die haben aber quasi so stark, wie das da hat. Der leicht doch nicht zweitigst weit hinter, was soll denn da? Ich schätze mal, wenn wir da mal Schwierigkeitsgrad schwer angelangt sind, haben wir die realistischen Preise fürs Getreide. Jetzt gibt's Geldsegen, jetzt passt mal auf, wenn ich hier leer bin. Ist ja erfüllt, 412.000, hab ich doch gesagt. So jawoll, 412.000 Euro Zeitbonus und 10.000 Belohnung, also 425.000 knapp. Für diese Mission, die uns jetzt 2 Stunden gekostet hat, egal was du machst, du bekommst das Geld so schnell einfach nicht zusammen. Also diese Nachfragemissionen sind wirklich, also ohne die wären wir wirklich noch arm dran. Auch wenn wir beim Forst schon einiges an Geld verdient haben. Und da gut bestückt sind, sag ich mal, mit den Werkzeugen, mit Geräten. Aber gut. Ja, und weiter geht's mit dem Deutz, mit dem wir jetzt da gleich, glaube ich, ist da jetzt noch Getreide drin. Ich bin mir nicht sicher, der dürfte, ja, der ist noch voll. Das bringen wir jetzt, glaube ich, ins Silo, bin ich mir jetzt nicht sicher, oder wir verkaufen es dann noch. Aber jedenfalls sieht man hier nochmal die schöne Pracht und einfach die schöne Form, die Leistung, das Optische vom Deutz. Wirklich ein sehr schönes Teil und hier habe ich wirklich einen geilen Driftsinn bekommen. Ich war aber wirklich unbewusst, weil ich mich erinnern kann. Ja, jetzt so kommt gleich nochmal ein Drift. So. Ja, nein. Ich glaube. Ja, habe ich geschnitten, okay. Ja, und jetzt hier seht ihr erstmals den Case Magnum im Einsatz mit dem neuen Char Lemkin-Flug. In der Realität würde man für neuen Charen, ja, ich sag mal. Unter 300 PS nicht, würde ich mal meinen. Kommt hin, ja. Unter 300 PS braucht man, glaube ich, da nicht anfangen. Also für 6 Schaden braucht man, sage ich mal, 220 PS. Bei 7, 250, bei 6, 280 und bei 9. Ist es dann halt vielleicht schon ein bisschen leichter, sagen wir mal an die 300 PS. Hier würde stehen, hier steht beim Spiel 225, das ist absoluter Käse. Wird halt nur an Spiele angepasst, aber in der Realität bräuchte man schon 300 PS. Also ab dem New Holland könnte man damit fahren. Mit dem Deutz würde das noch nicht gehen und hier würde es ja fast schon mit dem Lamborghini gehen, obwohl der ein bisschen zu schwach ist. Ja, und um den 12-Scharer Vogel und Not, also da 400 PS und darunter braucht man auch, glaube ich, nicht anfangen. Also wäre das nur mit den 2 Knicklenkern möglich. Und der Ding zieht die also locker mit 380 PS. Also der hat da 80 PS über. Ding, der würde wirklich vielleicht sogar den 12-Scharer auch ziehen. Also eigentlich, ja, den 12-Scharer würde der auch ziehen. Und schön beim Ackern auf dem Hausfeld. Das sieht natürlich bei Nacht umso geiler aus. Ist klar. Schaue ich noch auf die Preise, weil ich dem Manni gesagt habe, er soll zum Güterbahnhof fahren, weil da gab es gerade noch kurz eine Verdoppelung vom Preis. Es ist jetzt anscheinend weg und jetzt muss er wieder zurückfahren. Habe ich mich da ein bisschen vertan. Aber es ist echt schön, wenn man auch so später Stunde noch Hilfe hat. Dann alleine, also Hexen kannst du alleine eh vergessen, es macht eh keinen Spaß mit dem Helfer. Ne, wenn dann muss man da zu dritt fahren, 2 fahren Anhänger, einer fährt in Krone und Häcksel. Also 3 bis 4 Leute würde ich sagen, vielleicht sogar noch einer zum Verdichten. Okay, da kann man kurz aussteigen, wenn so schnell ist, der hängt jetzt auch nicht voll. Obwohl ich glaube, man muss sich schon ranhalten, bis man da wieder ist. Allerdings ist der Weg zur BGA nicht sehr lang von unserem Riesenfeld, also nicht sehr weit. Da kann man das schon gut kombinieren. Aber da freue ich mich echt auf heute. Zeige ich mal hier noch ein bisschen die Schönheiten vom Case Magnum. Auch die schöne lange Motorhaube ist natürlich typisch für
den oder für diese Serie. Und dieses, sag mal, Licht, das so böse hervorstrahlt, also auch irgendwie so, sieht wirklich böse aus, wenn man es anschaut. Bösen Charakter hat er. Ist auch ein richtiges Monster, Leistungsmonster, also passt das Gesicht auch. Wundert euch nicht, warum ich die Rundumleuchten immer anhab. Die fällt mir einfach. Obwohl es nicht bräuchte, aber ich finde es einfach ganz schön. Weil die sehen hier echt geil aus in dem Spiel. Besser als beim 13er. LS13. Und ja. Jetzt seht ihr den Case Magnum jetzt in der Gruber-Aktion. Mit dem Pferderstadt Carrier mit 8 Metern. 8 Meter Gruber. Habe ich mir heute auch gegönnt. Also wir haben uns, glaube ich, heute alles neu gegönnt. Wir haben uns... Oh ja, oh, das hab ich vergessen, das aufzunehmen. Oh Mist. Aber das kommt bestimmt in nächster Zeit auch nochmal. Wir haben uns die Horsch Pronto 9 Meter ja, Sämaschine gekauft. Sämaschine ist es nicht, es ist ein Sämonster. Ja, das ist wirklich Wahnsinn mit 9 Meter. Und es ist ein so langer Tank, weil ihm brauchst du so viel Saatgut für 9 Metern, ist ja klar. Aber so ein langes Riesengerät, also boah, heilige, naja, Mutter Gottes, würde ich dann, um es vorsichtig zu sagen, abschließen. Hier nochmal die Innenansicht aus dem Case Magnum, der ein bisschen ausgeräumter aussieht. Was mich ein bisschen wundert, beim New Holland T8-320 haben sie irgendwie, also die Sicht im Cockpit ist viel zu hoch. Man schaut eigentlich zur Hälfte schon gegen das Dach oder gegen, ja doch, gegen das Dach. Und hier muss ich wirklich nach unten schauen. Eigentlich müsste ich geradeaus schauen und dann würde ich da das Bild vor mir haben. Also die Kamera ist im Cockpit, also im Cockpit, in der Kabine viel zu hoch. Das ist ganz klar so. Und auch auf die Spiegel, bei den Spiegeln sieht man, das passt, du siehst ja bei den Spiegeln fast gar nichts. Man muss viel weiter runter. Das ist, finde ich, schade, warum sie das nicht erkannt haben. Das ist ja ganz logisch, denn wenn du in einem... Ich weiß es genau, wenn man in so einem riesen Ding sitzt, da ist der Kopf nicht über der Decke oder an der Decke. Bei solchen Traktoren nicht. Und jetzt haben wir da so ein Stückchen ausgelassen. Das ist jetzt Feld 34 und 39, falls ihr fragt. Die haben wir nämlich auch kombiniert. Ist ja super schön, weil die Felder sind, oder die beiden Felder kombiniert sind dann wirklich ein sehr langes. Gut, hier hat man so 2 Meter einfach so ein Überstand, wo das übersteht, und auf der anderen Seite sind auch zweimal solche Ausbuchtungen. Das wird dann für den Helfer schwierig. Ansonsten, solange es eckig ist, passt es eigentlich. Und wenn nicht, muss man halt selber fahren. Mein Gott. Das kann man auch mal machen. Kostet dann natürlich dahin gesehen mehr Zeit. Aber wenn man jetzt keinen Erntedruck hat, kann man das wirklich auch machen. Kann man sich da Zeit lassen. Und für die Ausbuchtungen innen bei den Vorderreifen auch so schön, wo halt die Schnauzemotor aber so nach innen geht, finde ich echt geil. Kann man eben hier nochmal am Tag bestaunen, die Schönheit und Wuchtigkeit eines Case Magnum. Obwohl ich hier auch finde, dass wie beim New Holland T8-320 die Schutzblecher, die hinteren Schutzblecher viel zu weit oben sind. Das sieht einfach komisch aus. Irgendwie macht den, vor allem den New Holland, macht den irgendwie schmächtiger, als er wirklich ist. Ich meine, mit 320 PS ist er garantiert nicht schmächtig, aber lässt er halt aussehen. Jetzt könnt ihr das hier eh nochmal bestaunen beim Grasman am Feld 40 ist das, hinter der Kuhweide. Daraus haben wir, wie ihr seht schon, Gras angebaut, damit wir hier ein riesiges Grasfeld haben oder eine Wiese und da halt schön ja, Gras rausbekommen für die Silage. Weil die Silage, glaube ich, reicht dann für das, ja, was wir für die Kühe brauchen. Da müssen wir jetzt nicht den Mais noch anfangen. Mais-Silage kommt in die BGA. Und vor allem ist es dann eh so, wenn man wirklich einmal einen oder zwei Ladewagen eben reingeworfen hat und die dann eben Silage sind und dann kippe ich noch einen dritten und einen vierten rein, wandelt sich ja das automatisch in Silage um. Das wusste ich noch gar nicht. Das war aber anscheinend beim LS13 auch schon so. Aber ich habe das dann einfach erst jetzt kapiert. Und das ist natürlich praktisch, obwohl es unrealistisch ist, aber also wenn man Silage, wenn man Gras vom Ladewagen einfach in das Silo von der Silage kippt und da noch Silage drin ist, wandelt sich das automatisch in Silage um, also was man dazu schüttet. Dann haben wir anstatt vorher 15.000 dann auf einmal, ja,
55.000 circa oder 50.000, circa 35.000 in den Ladewagen reinpassen. Ja, hier mit dem Mehrwerk braucht man 280 PS, habe ich ja schon gesagt. Also ist das der einzige Traktor unter Case Magnum, mit dem wir fahren können. Und das ist eigentlich wirklich der einzige, weil der Case Magnum hat ja vorne das Gewicht dran, also können wir eigentlich nur mit dem mähen. Ganz klar. Das ist eigentlich bescheuert. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das wirklich 280 PS sind. Das ist, glaube ich, zu viel. Ich würde mit 250 noch eingehen, dann können wir wenigstens mit dem Deutz noch Gras mähen. Aber nein, geht nur mit dem New Holland. Und hier seht ihr jetzt endlich mal primär den Same Fortis mit 190 PS mit dem Pöttinger. Jetzt fragt mich nicht, wie das Teil heißt. Pöttinger Eurohood, nee, Eurohood war der Ladewagen. Das ist Krones Vadro, war der sechsarmige Kreiselschwader. Das ist eben ein vierarmiger, ist auch schon eine Breite und mehr braucht es auch nicht für so eine Wiese. Es kommt ja auf die Menge an. Aber ihr seht schon hier, das für 190 PS ist der Traktor echt klein und auch so kurz, also die Schnauze ist halt richtig niedlich. Größe ist in Ordnung, also ist minimal größer als der Case Puba, der mit 260 PS ja jetzt nicht sehr viel leistungsschwächer ist. Gut, 30 PS hat auch was, aber wenn ich mir den jetzt anschaue, den Same Fortis, und das mit dem Klaus Arion 650 vergleiche, der 170 bis 180 PS hat, also 10 bis 20 PS Unterschied, hat man hier definitiv vom optischen, klar hat der Same Fortis klar das Nachsehen. Also sieht da weit weniger wuchtig aus als der Klaus Arion 650. Das weiß ich deshalb, weil wir den selber auf unserem Hof haben. Das könnte ich vielleicht auch mal machen, dass ich mal von unserem Hof erzähle während einer Folge und das irgendwie nachkommentiere. Mal schauen, was sich da machen lässt. Muss ich mal überlegen. Vielleicht schicke ich euch oder mache ich einfach irgendwann so ein Bild rein, dass ich mal kurz einblende von unserem Glas, das ich selbst geschossen habe. Echt ein schönes Teil. Ja, das Schwaden zieht sich hier ein bisschen. Ich habe da echt ein bisschen gebraucht, weil ich einfach die Schwaden noch ein bisschen verringert habe. Anstatt 9 oder 10 hatte ich danach nur noch 8 Schwaden, das wirklich, ja, das einfache ist. Was wir aber nicht machen werden, wir werden nicht mit dem Ladewagen drüber fahren, wir werden mit dem Häcksler drüber fahren. Mit dem Häcksler und dem Easy Flow. Das habe ich nämlich auch noch nie gemacht und will ich diesmal das erste Mal machen. Ich für meinen Teil finde ja, dass das eigentlich recht aufwendig ist, denn du musst vorher mähen und du musst schwaden. So, hast du zwei Arbeitsvorgänge, dann häckseln wäre der dritte. So, und was ist jetzt, wenn du das Direktschneidwerk ranmachst, mit dem du Gras und Getreide häckseln kannst? Du hast keine solche dicke Arbeitsbreite, das sind auch, glaube ich, 6 Meter oder sowas. Oder 4, ja, 5 Meter, 6 Meter, sowas in der Art. Und trotzdem kommst du damit hin. Also das ist echt, finde ich, eigentlich zu aufwendig. Mit drei Arbeitsvorgängen im Vergleich zu einem, mit dem du ein bisschen weniger Arbeitsbreite hast. Außer du machst das halt dann wirklich zu zweit oder zu dritt. Wenn man sich vorstellt, okay, dann müsste man eigentlich zu viert sein. Sagen wir mal zu zweit, einer mäht sofort und einer schwadet sofort danach und dann sofort häckseln. Dann ist das natürlich vertretbar, aber trotzdem ist für mich schon ein Aufwand, der jetzt nicht unbedingt sein muss, aber ich wollte es eben hier einfach mal probieren und es sieht einfach geil aus mit diesem Easy Flow, wie er da das Gras aufhebt, habe ich auch mal in so einem zusammengeschnittenen Video gesehen, das hat echt Laune gemacht und deswegen habe ich das einfach nachgemacht, beziehungsweise will das jetzt auch machen. Jetzt sind wir eh schon fast am Ende von unserem Video, aber eine Sequenz kommt noch. Es ist die letzte, die einzige Sequenz vom Forst heute. Ich habe zwar heute gestern viel mehr gemacht als im Forst, als nur kurz was zu verkaufen. Ich habe eigentlich an die 30 Bäume am Stück gefällt mit der Motorsäge und entastet danach alle. Jetzt sieht es bei mir im Forst dermaßen naja, unaufgeräumt und dermaßen chaotisch aus mit den ganzen Baumstämmen, die zwar alle schon die Spitzen abgeschnitten sind und hinten abgeschnitten sind, also dass ein gerader Schnitt ist. Trotzdem ist es noch ein ganz schöner Aufwand, 35 Baumstämme und die will ich eigentlich alle auf den Fliegel laden, die ihr hier seht und erst danach alles auf den Buffalo. Und ihr seht schon hier, wir fahren da rückwärts rein in das Wasser und bekommen dann Geld. Das ist eigentlich so der einzige Punkt, wo man ausladen kann, weil es da richtig so eine richtige Einbuchtung ist, wo man schön runterfahren kann und auch wieder hochkommt. Allerdings hier sieht man schon, mit dem Ursus brauche ich da wirklich Kraft und stellt sich da auf. Also da wäre man, glaube ich, mit dem LKW besser dran gewesen. Da hatte ich Glück, dass ich da wirklich noch rausgekommen bin. Aber gut, versuchen geht
probieren geht über studieren. Und damit wären wir auch am Ende vom Video. Ich hoffe, euch hat es heute gefallen. Das Highlight war definitiv der große Case mit Drescher und das viele Geld. Und ja, wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit dem Landwirtschaftssimulator. Vielleicht sehen wir uns ja mal auf unserem Server. Bis dahin, macht's gut. Euer Wolfsrudel.